Herzlich willkommen zurück, liebe Lego-Freunde in Wild City, wo wir heute mal, Rita ist jetzt gerade nicht da, aber sie kommt dann demnächst mal, wo wir heute euch mal mitnehmen auf eine kleine Tour, was so die Kleinigkeiten sind, die wir in Wild City immer so machen, die wir teilweise gar nicht vor die Kamera halten, da sie ja nebensächlich sind zum großen Teil. Heute sind wir aber nicht lange hier, wir haben nur heute Zeit, müssen auch heute wieder nach Salzburg fahren. Deswegen haben wir euch gedacht, es zahlt sich, es zahlt sich nicht wirklich aus, hier große Projekte zu starten. Und wir zeigen euch lieber mal das, was wir nebenbei immer so machen, wenn wir jetzt da kein riesengroßes Projekt in Wild City am Start haben. Und da bin ich mitten in einer dieser coolen Baulupen beim Naturbereich. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade, weil ihr immer wieder fragt, was passiert mit den ganzen Teilen, die ihr bei Bricklink und im Lego Store und so weiter, Legoland kauft, die kommen natürlich dann zuerst mal in unsere Sortiercontainer und dann kommen sie nach und nach in die Stadt. Teile, die ich jetzt gerade verbaut habe, wahrscheinlich wäre ich das gar nicht so aufgefallen, hier diese rückwärtige Wand der Erweiterung vom Schloss Löwenstein war noch nicht komplett. Wir haben noch ein paar dieser Slopes gefehlt, die habe ich jetzt komplettiert. Ich hoffe, dass das laut Anleitung so passt. Ich glaube aber schon, wenn nicht, ist es mir auch auf gut Deutsch gesagt wurscht. Sieht auf jeden Fall ganz schön aus jetzt dieser Turm. Auch hier dieses Panel ist neu dazugekommen hier und ein paar Sachen im Innenbereich. Also die Burg ist jetzt bis auf 2-3 Teile fertig. Ich habe auch schon hier ein bisschen ausgemessen, das mache ich ganz gerne, weil wir diese Flugzeugrümpfe und die Helikopter und alles Mögliche gebaut haben, wie wir hier eine coole Erhöhung machen. Ich bin da noch nicht ganz auf einen grünen Zweig gekommen, weil es ziemlich eng ist. Also fix ist, dass dieser Berg hier wahrscheinlich wieder weichen oder anders werden muss, weil wir hier doch sehr nahe am Bereich, wo ich diese Bergkette machen möchte, eine Gleisanlage haben. Aber ich habe auf jeden Fall vor, dass wir hier diese eigentlich gesamte grüne Anlage hier, vielleicht bis sogar dort vorne, wo die Straße ist, hoppla, dem eine Erhöhung verpassen, sagen wir es so. Und da habe ich jetzt zuerst mal ein bisschen, also nicht diesen Helikopter, sondern den anderen, die Teile, vielleicht habt ihr es gesehen, mal probiert. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht diese Tankstelle hier weggeben sollen, weil die sehr viel Platz braucht, für das, dass sie eine kleine Tankstelle ist. Mir gefällt sie zwar sehr gut, weil sie noch eine originale Shell-Tankstelle ist, aber die braucht eigentlich 3 Baseplates hier mit den Kurven. Hier könnte man natürlich noch was hingeben. Hier ist diese doch eher schreckliche Tankstelle aus dem Ende der 90er Jahre Style. Mal sehen, wir werden schauen, wie es hier weitergeht. Sonst gibt es, glaube ich, hier nicht viel zu sehen. Kurzer Sneak Peek auf den Western Park. Zudem gibt es jetzt demnächst mal ein größeres Update. Da habe ich so gut wie alles zerlegt und bin wieder am Aufbauen. Da werden wir aber, wenn wir mal Zeit haben, für euch ein größeres Update machen. Jetzt nehme ich euch mit in den Untergrund, wo ich auch zusammengeräumt habe. Es sind momentan nur ein paar Kartons hier hinten, die darauf warten, hier in diese Kisten einsortiert zu werden. Da haben wir teilweise schon viel mehr gehabt. Hier packt unser Metroliner. Ich glaube, ihr könnt ihn nicht besonders gut sehen, aber ich möchte euch in dieser Bauluke auch noch was zeigen. Wir sind also hier jetzt im hinteren Teil der Innenstadt an der Baustelle angekommen. Da habe ich auch immer wieder mal in letzter Zeit Kleinigkeiten vorgenommen, mehr Geröll, die Fahrzeuge ein bisschen anders platziert und so weiter. So, was wir hier jetzt vorhaben oder noch nicht gemacht haben eben, ist, ich habe die Garage wieder aufgebaut, nachdem der Passagierzug sie ja bei, ich glaube, auf dem vorletzten Video zerstört hat. Die ist jetzt so wieder fix. Die Frage ist jetzt, dieser blöde Aladdin hier, der nervt die ganze Zeit, weil er hier fliegt. Sollen wir hier jetzt die Garage, bei der ich schon den Grundriss etwas verändert habe, da ist, glaube ich, diese Garage hier noch ein wenig weiter hinten. Ich habe das jetzt so gemacht, dass alles auf einer Linie ist und jetzt passt es leider wieder nicht. Sollen wir den, weil es hier doch ziemlich knapp ans Gleis geht, noch wieder ein bisschen umbauen oder vielleicht die Mauer ein bisschen nach vor versetzen? Wir hätten vorne nicht mehr viel Platz, aber es würde sich vielleicht um 1-2 Noppen hier sogar noch ausgehen, dass wir hier die Garage nach vorne versetzen, dann wird sich das ausgehen. Oder Methode 2 ist, wir kaufen uns ein FX-Bricks Kurvenset und bauen hier einfach eine Kurve ein, die um einen Radius schmäler ist und da müsste man das halt irgendwie hier so ausgleichen, vielleicht auch hier bei Rita hier bei ihrem Disney Express ja sowieso Flex Tracks verwendet hat, die relativ
ja, leicht zu fixieren sind irgendwo, also das wäre nicht das Problem. Das ist also das hier. Dann seht ihr vielleicht heute auch wieder mal zum ersten Mal, ich habe Rita beauftragt, nur sie ist jetzt nicht da, Figuren zu machen. Sie war eigentlich gerade vorhin, bevor ich das Video gestartet habe, dort hinten auf ihrer Couch und hat Figuren gebaut. Sinn dahinter ist, dass wir gesagt haben, wir möchten hier auch die hinteren Bereiche von Wild City ein wenig lebendiger machen. Wir haben ja schon so viele Figuren. Ihr fragt uns ja immer, ich glaube, wir haben über 1000, fast 1500 Figuren in der Stadt, ungelogen. Nochmal so viele in unseren Figurencontainern, wobei da in letzter Zeit extrem coole dazugekommen sind, allen voran natürlich aus dem Legoland und so weiter. Die hinteren Bereiche der Stadt sind aber, wie ihr seht, teilweise menschenleer. Wir haben die Gehsteige alle gefliest, das ist alles hier, aber gut, hier kommt man wirklich schlecht dran, weil dieser Aladdin hier alles versperrt, aber hier auch der Gehsteig hinter dem Einkaufszentrum ist fast leer, auch glaube ich der hier an dieser Seite. Ja, hier ist niemand, hier ist noch nicht mal ein Baum gepflanzt, auf den ich schon länger mal machen wollte. Also das wird auf jeden Fall demnächst mal gemacht und da schauen wir mit Rita dann sicher mit, wie sie die Minifiguren platziert. Auch ein Update in nächster Zeit wird das Fußballstadion betreffen. Wir haben ja viele, auch die Sportfans sind und die sich hier ein bisschen mehr wünschen. Ich habe mir ja damals mal zusätzlich zum Fußballfeld ein paar Tribünen gekauft, das haben wir dort dann eingebaut. Ist leider ein Platz, den man nur sehr schwer erreicht von allen Seiten der Stadt. Ich habe das damals alles rausgenommen, aufgebaut und wieder reingesetzt, aber hier ist noch jede Menge Platz. Ich fahre mal mit dem Gimbal ganz heran, dann seht ihr es. Hier könnte man noch ein paar mehr, weiß ich nicht, Tribünen oder irgendwelche Umkleidekabinen oder sowas aufbauen, damit das alles noch ein bisschen ja, stadionmäßiger aussieht. Mir gefällt es zwar hier vom Look her ganz gut und es fügt sich super ein, weil ja auch die Feuerwehr hier einen asymmetrischen Grundriss hat, aber da gehört noch ein bisschen mehr gemacht, denke ich. Wir schauen jetzt noch hinüber zum Stadtplatz und von dort melde ich mich dann wieder. Wieder zurück und bei der Gelegenheit gleich Akku gewechselt. Rita, mit der muss ich euch gleich leider vertrösten. Sie hat ihr Mikrofon hier nicht, weil sie nicht hier ist, aber das macht uns nichts, liebe Freunde. Ich hoffe zumindest. Was wir jetzt demnächst auch noch machen werden, und da habe ich schon begonnen, mir fällt jetzt nur gerade kein Beispiel ein. Schlecht vorbereitet heute fürs Video. Wir werden jetzt demnächst auch ein paar der Autos hier, hoppla, in Wild City umplatzieren. Das hat nichts damit zu tun, dass sie uns nicht gefallen, aber es gibt ein paar Autos, die einfach ja, ihre besten Zeiten hinter sich haben, auf gut Deutsch. Ich habe zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht, das ist von irgendeinem entweder Hafen- oder Eisenbahnset, ein Lastwagen, so ein Kipplastwagen, sehr solide gebaut, überhaupt kein Problem. Den habe ich dann nochmal nachgebaut in Weiß. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo das Original ist, aber ich bilde mir ein, ja, hier ist das Original in dieser Hafenanlage und den habe ich eben eingebaut. 1:1 nachgebaut in Weiß. Die Geschichte ist jetzt die, dass wir am Anfang ja so wenig Autos hatten, die für die Stadt geeignet waren. Jetzt habe ich einfach so gut es ging halt welche nachgebaut. Mittlerweile haben wir aber so viel cooles Fahrmaterial, Müllwagen, Sportwagen, Speed Champions und, dass wir jetzt die, ich sag mal, eher Basic Autos, die jetzt nach nicht so viel aussehen, beispielsweise auch das hier, ich meine, das ist glaube ich sogar von einem Spider-Man Set, auch habe ich auch nachgebaut selbst mit unseren Teilen, aber dass wir diese Autos vielleicht jetzt ein wenig weiter nach hinten im Layout stellen, wo man nicht direkt vorbeigeht und vorne eher die coolen Wegen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin gerade hier über unsere Sortierkästen drüber gefallen, weil ich zuerst hier Teile gebraucht habe. Man kommt hier rein und dann soll man ja wirklich die Highlights der Stadt schon mal präsentiert bekommen und da finde ich, kann man ein paar, wir machen das nicht, natürlich nicht mit allen, aber ein paar Autos austauschen, weil wir jetzt ja nach 2,5 Jahren Stadtbau ganz andere Möglichkeiten haben und ganz andere Autos als noch am Beginn der Stadt, ebenso hier. Wir haben hier teilweise noch alte Minifiguren. Ich versuche eine zu finden für euch, die teilweise zerkratzte Gesichter hat. Oder hat Rita schon geschaut? Wir haben hier nämlich am Stadtplatz einige Figuren gehabt, wo wirklich zerkratzte Gesichter, zerkratzte Torso. Hier zum Beispiel, das ist eine Figur ganz von der Anfangszeit. Ich glaube, ob die nicht sogar beim Coffee Corner dabei war. Fokussiert die Kamera, keine Ahnung. Die sehen toll aus, aber die werden wir vielleicht sogar ein bisschen austauschen und die Figuren entweder in die Gebäude reingeben oder in die Autos oder ein wenig weiter nach hinten, wo man sie zwar schon sieht, aber
Ja, ein wenig weniger. Dann, heute gibt es wirklich ein Video über zukünftige Projekte, aber ihr schreibt uns so viele Kommentare und auf die wollen wir natürlich eingehen. Was vielen von euch, inklusive mir, auch ein Dorn im Auge ist, ist nicht diese neue coole Scooterstation hier, die ich übrigens noch ein bisschen erhöht habe. Hier sind übrigens auch keine Minifiguren im ganzen Restaurant, nicht ganzer Gehsteig, nicht die einzige, die hier ist, ist dieser junge Mann, der sich hier einen Scooter ausleiht. Ich habe die, wie gesagt, noch ein bisschen erhöht, damit sie besser aussieht. Die Monorail-Station ist ein Problem, also Scooterstation ist neu. Solche Kleinigkeiten habe ich heute sehr viel gemacht und die zeigen wir euch sonst zum Teil gar nicht extra, weil das ja nicht der Rede wert ist, hier ein eigenes Video anzufangen und dann vergessen wir meistens drauf. Bei dieser Monorail-Station habe ich so den 50-50-Ansatz genommen. Es ist oben mehr oder weniger die originale Station, wie sie beim Airport Shuttle dabei war. Und die Unterseite, diese Stützen, habe ich halt mit den damals verfügbaren Steinen gebaut. Aber da gibt es jetzt natürlich viel bessere. Das heißt, die wird jetzt demnächst mal runtergenommen und wird ein neues Konstrukt aufgebaut. Ich habe irgendwas vor, wo man auch darunter vielleicht irgendwie ein Restaurant oder ein Geschäft einbauen kann. Das ist, wie gesagt, nur eine Behelfslösung gewesen. Damals eben mit den Teilen, die wir zur Verfügung hatten, aber da gibt es jetzt mittlerweile viel bessere Varianten. Wir haben ja auch ein bisschen gelernt, wie man so baut und wenn ihr da Vorschläge habt, gerne her damit, denn die Monorail soll auf jeden Fall noch cooler werden. Ihr habt ja gesehen im Zugvideo vor, ich glaube, zwei Videos, dass wir die jetzt wieder auch fahren lassen können, weil ich die Schienen hier wieder aufgebaut habe, was längst an der Zeit war. Hier, ihr seht auch zum Teil, weil der Zoo so eine große Baustelle ist und natürlich auch noch immer nicht fertig ist, sind hier überall, die habe ich heute auch mal zusammengeräumt, solche Kisten mit Teilen. Hier zum Beispiel, es ging das Licht ein bisschen schlecht zu filmen, Papageien, Frösche und Fische, die sind hier alle rumgestanden. Das war alles voller Lädchen und Teile. Da habe ich wieder ein bisschen zusammengeräumt, dass wir hier einfach wieder mal ein bisschen Ordnung haben. Was ich jetzt zum Beispiel noch machen werde, ist, dass ich den Eingang des Zoos, den haben wir ja versetzt, dass ich hier die Figuren nach drüben versetze, weil die Figuren stellen sich jetzt momentan, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich nicht, die Figuren stellen sich jetzt hier momentan bei einer Wand an und das Kassahäuschen ist jetzt ein paar Noppen weiter drüben. Solche Kleinigkeiten, das sind eben so Dinge, die machen wir beim Vorbeigehen und heute bietet sich das an, weil wir nicht viel Zeit haben, um größere Projekte zu beginnen. Genauso hier, wo jetzt dieses sagenumwobene Messer liegt, möchte ich demnächst mal ein bisschen was fließen und ein bisschen was machen. Das ist hier generell ein Stadtteil, der noch ein bisschen unterentwickelt ist. Und zurück zu diesem seitlichen Stadtplatz hier. Auch für mich ein fast historischer Tag. Und zwar sieht man hier jetzt keine grünen Bodenplatten mehr durch. Lange, lange Zeit. Ich weiß gar nicht, wann wir diesen Stadtplatz hier gebaut haben. Wenn ihr noch eine seht, dann bitte schreibt es uns in die Kommentare. Vielleicht habe ich eine Noppe übersehen. Wir hatten hier am Rand immer wieder zum Teil noch durchscheinende Bodenplatten, da die Fliesen in Dark Tan extrem schwer zu bekommen sind. Wir haben sie jetzt bei Lego direkt bestellt, aber das ist eine Farbe, wo es fliesenmäßig zwar was gibt, aber sehr, sehr teuer. Ursprünglich wollte ich die bestellen für unser Hochhaus, welches demnächst auch übrigens in einem Update wiederkommt. Dann wird es hier auch platziert und schön aufgestellt. Ich habe hier jetzt aber mal zuerst den Stadtplatz hier fertig gemacht, weil das mir ein persönliches Anliegen war, hier den Platz auch noch schön für euch zu gestalten. Gibt es sonst noch was ich euch zeigen kann? Rita ist leider nicht aufgetaucht, wie könnte es anders sein? Arcade wird auch demnächst mal das liegen, ich weiß nicht, ob ihr es gegen das Licht hier sehen könnt, jede Menge Teile drin, sogar ein Flugzeug. Da habe ich schon Ideen für die, für den oberen Stock, der ja noch nicht ausgebaut ist. Und so Kleinigkeiten wie zum Beispiel diese Vorgärten hier, die werden auch, weil die stammen ja auch noch aus antiken Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel hier, genau, das kann ich euch auch zeigen. Wir hatten irgendwann mal überhaupt keine Bodenplatten mehr und da haben wir aus zusammengestückelten Plates alles, was wir hatten. Das ist auch noch, teilweise sind das Plates zweier Breite, die hier verwendet wurden, damit man die Holzplatte nicht sieht. Und das tauschen wir jetzt reihum überall aus,
damit das ein wenig netter aussieht für euch. Man sieht auch hier, ist das gar nicht direkt an der, am Gehsteig an. Das ist, glaube ich, noch vom Erdbeben, weil hat es uns hier auf dieser Seite der Stadt ja einiges kaputt gemacht. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die leider immer wieder zu tun sind in der Lego-Stadt. Putzen auch natürlich. Wir müssen demnächst, glaube ich, mal wirklich den Putzstream machen. Rita weigert sich, aber das wird auf jeden Fall noch. Hier hätten wir auch, also hier sieht man das Fußballstadion eigentlich noch besser. Hier haben wir sogar hinter diesem Gebäude noch ein wenig Platz. Das könnten wir auch einrichten und größer machen. Da wäre auch noch ein wenig Platz. Und ja, das sind so die versteckten Winkel von Wild City, die ihr wahrscheinlich vor der Kamera teilweise gar nicht so zu sehen bekommt und die auch uns immer wieder entgehen, weil es einfach so viele Ecken gibt, die ja noch total viel Arbeit brauchen werden, damit das alles nett aussieht. Auch zum Beispiel hier, ich sehe es jetzt nicht genau, aber ich glaube, auf diesem Gehsteig hier ist nur diese Olympiasiegerin oder was das sein soll, sonst überhaupt niemand. Also da haben wir noch viel, viel Arbeit für uns. Das soll aber auch so sein. Genauso das Basketballstadion, auch hier noch wenig gebaut, aber das wird. Und wenn wir dann mit allem mal fertig sind, was ich nicht glaube, dass das jemals sein wird, dann werden wir hier herüberschauen, wo jetzt geplant ist, dass wir hier einen Zug fahren lassen. Und zwar ähnlich wie hier die Bahngleise gehen. Vielleicht noch mit einer halben Gerade. Das sind jetzt Power-Function-Schienen. Das heißt, da könnte man sogar eine halbe Gerade irgendwo von einem anderen Hersteller beziehen. Oder mit Flex-Tracks natürlich geht's auch. Und das Ziel ist also, jedenfalls habe ich mir das gedacht, dass vorne die Schiene relativ nahe an der Tischkante fahren wird, damit wir wenig Platz verlieren. Und auf der Hinterseite wird alles ein Stockwerk mehr oder weniger aufgestockt. Da wird ein Berg oder ein halber Tunnel gebaut, wo der Zug dann unterirdisch fährt. Und obendrauf wird dann noch eine kleine Stadt gebaut. Wir haben jetzt mal gesagt vorwegs, dass wir versuchen werden, mit den neuen Straßenplatten umzugehen, aber ja, das werden wir sehen. Rita baut auch nach wie vor noch immer an ihrer Schule weiter. Ihr habt ihr so viele Kommentare geschrieben, dass sie einiges aufnehmen möchte. Da hat sie wieder umgebaut und wieder andere Mauern und andere Böden. Also da tut sich einiges. Und was demnächst, glaube ich, auch ein Riesenprojekt werden wird und dazu sicher von Rita demnächst mal mehr, ist Harry Potter. Denn wir haben einige der 2022er Sets gekauft und vieles ist noch nicht eingebaut. Vieles passt leider auch nicht mehr, so wie wir uns das damals vorgestellt haben. Das heißt, da müssen wir auch noch einiges an Arbeit leisten. Ah, übrigens, eines habe ich noch. Meine Mutter hat für euch platziert, sie hat ihn aufgebaut und platziert, sie baut jetzt auch wieder viel, Grüße gehen raus, diesen neuen Gemüseverkaufsladen, diesen Wagen hier, der auch in einer komplett unterentwickelten Siedlung hier steht. Hier sind nicht mal die Bodenplatten ordentlich angeordnet, aber hier werden wir auch einiges machen. Das Problem war, wir wussten hier nicht wirklich, was wir machen sollen mit diesem halben Tisch irgendwie. Das Einzige, was fix ist, ist die Monorail, denn die kann man sehr schwer verschieben. Da sind wir heilfroh, dass die jetzt hier so passt, aber da muss noch einiges getan werden und dann fällt uns sicher was ein. Das Gute ist, dass immer wieder Klemmbausteinsets der Firma Lego rauskommen, die uns nicht schlecht gefallen. Das heißt, da werden wir sicher demnächst wieder mal was kaufen und wir wollen ja auch wieder mal ein bisschen Platz für Neues haben. Genauso wie hier, da lassen wir uns absichtlich für das neue Modular oder für alle anderen Gebäude, die hier hinpassen, ein wenig Platz frei und auch natürlich für den Bahnhof, sollte er mal kommen. Ja, mein Handy läutet gerade, wie ich sehe, vielleicht ist es Rita, die Abendessen gekocht hat. Das wäre natürlich ein Traum. Das heißt, es ist Zeit für mich, mich von euch zu verabschieden. Ich hätte gehofft, dass Rita vielleicht noch vorbeischaut. Natürlich gibt es auch demnächst wieder Updates zur U-Bahn. Wir möchten wieder die Züge fahren lassen und, also jede Menge. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so sehen wollt in Wild City, wo wir jetzt demnächst mal weiterarbeiten sollen, was ihr gerne vor die Linse gehalten bekommen würdet. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Bis dahin, lasst eure Züge fahren und tschüssi!